Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute ist hier wieder eure Walburga und ich begrüße euch zu unserem Fashion Talk. Ja, es ist der letzte Fashion Talk vor unserem Outfit Workshop und wozu ich euch nochmal herzlich einlade. Aber zuerst sage ich euch natürlich, welches Thema haben wir denn heute? Heute auf vielfachen Wunsch meiner Kundinnen einmal mal wieder das Thema Schal. Das hatten wir ganz, ganz lange nicht. Also ich zeige euch heute ein paar einfache, aber sehr wirkungsvolle Bindetechniken, womit halt eben das viereckige Tuch oder aber auch das lange Tuch einfach schöner aussieht oder einfach ein bisschen anders aussieht, als wie die meisten Frauen es halt eben sich einfach um den Hals schlingen. Dabei kommt es natürlich auch darauf an, ob der Hals lang ist, ob der Hals kurz ist, das Tuch dick oder ob das Tuch halt eben dünn ist, ne, ob es Indoor getragen wird oder Outdoor getragen wird. Ich sehe immer, dass so viele Frauen Indoor diese mega dicken Tücher tragen, dann haben sie immer ein ganz dickes Gesicht dadurch. Guckt euch mal Bilder in euren Zeitungen an, in euren Wochenblättern. Fast jede Frau, die keinen langen Hals hat, hat irgendeinen dicken Lappen um den Hals gebunden, was einfach weder zum T-Shirt, noch zum Oberteil, noch zur Strickjacke, noch zum Typ, noch zur Farbe passt, sondern einfach nur irgendeinen Lappen um den Hals gewickelt. Und das ist einfach nicht besonders schön. Darum möchte ich das heute einfach mal ein bisschen nahe bringen, weil viele, viele von euch haben ja schöne Marquain-Tücher oder eben auch Hermes-Tücher oder Louis Vuitton-Tücher und die kann man halt eben einfach auch sehr, sehr schön mal binden. Ja, und ich lade euch nochmal ganz herzlich ein, mitzumachen bei unserem Outfit-Workshop nächste Woche Donnerstag, den 20. um 19 Uhr. Und jetzt nochmal auf vielfachen Wunsch meiner Mädels, die gesagt haben, okay, sag doch mal, dass wir auch daran teilnehmen können, wenn wir nicht an dem Abend können. Also ihr könnt euch bitte anmelden, dann bekommt ihr einen Link, dann könnt ihr das später schauen. Weil nach dem Workshop rufen die Frauen immer, ja, ich kann das nicht gucken. Ja, das liegt daran, ihr müsst euch anmelden bei dem Online-Workshop. Also, den Link habt ihr unten in der Beschreibung. Ja, die Kathi sagt, der Link ist unten in der Beschreibung. Da könnt ihr gleich draufklicken und halt eben euch doch anmelden. Bekommt dann eine Bestätigung und dann könnt ihr Tage später noch in aller Ruhe oder am Wochenende das Video vom Outfit-Workshop schauen. Sehr interessant, sehr informativ, vieles für euch. Und die Aufzeichnung steht dann natürlich ein, zwei Tage später für euch bereit. So, jetzt haben wir aber hier mal ein schönes langes Tuch. Passt hier durch Zufall zu meinem Outfit heute. Das ist natürlich sehr schön. Und ich habe dieses Tuch einfach jetzt mal der Länge nach. Meistens sind die auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Beim Marquain sind sie auf der einen Seite ein bisschen blasser und auf der anderen Seite ein bisschen farbenfroher. So, und ihr könnt jetzt was ganz stylisch und ganz modisch ist für die nächste Saison schon, ist halt eben das Tuch, das ihr um den Hals macht und dann hier einmal auch am Hals eine kleine Schleife macht und euch das Tuch dann ganz lässig am unifarbenen Jackett oder an der unifarbenen Bluse oder dem T-Shirt halt eben, achso, ich gehe mal ein kleines bisschen zurück, es hat jetzt zwei Längen, unten sieht man noch ein bisschen das Marquain. Und das ist eine sehr schöne Tuchbindetechnik, die hält auch sehr, sehr lange. Da braucht man auch keine Sorge zu haben, dass das Tuch verrutscht. Für die Frauen, die nicht so groß sind, ist das Tuch natürlich, oh, ist gut, ich mich nicht erwürge, zeige ich euch das nächste. Ich habe jetzt das Tuch zur Hälfte genommen und habe es hier in der Hand, mache eine kleine Schlaufe da oben und ihr könnt sehen, je mehr ich das Tuch drehe, je dünner wird es um den Hals. Und es ist, je weniger ich das Tuch drehe, je mehr Volumen hat es am Hals. Das heißt also für euch, wenn der Hals groß und lang ist, nicht groß, sondern lang ist, dann könnt ihr das Tuch etwas fluffiger lassen. Ist der Hals halt nicht so lang, dann drehen wir es ein kleines bisschen kleiner. So, und dann legen wir es um den Hals. Ich muss hier ein bisschen aufpassen hier mit dem Etikettchen, damit ich das nicht abreiße. Durch die Schlinge, wie ihr seht, ich mache mal ganz langsam, durch die Schlinge habe ich jetzt diese beiden Enden gezogen. So, und jetzt gehe ich hin, nehme nicht die Schlinge, sondern nehme die andere Seite hier, den Daumen unten raus. Ihr könnt das Video ja ein paar Mal angucken. So gehe ich hier oben rein und ziehe es einfach durch das Loch. So, und dann könnt ihr sehen, aha, das ist wunderbar, super schön, hält den ganzen Tag. Es ist nicht so riesengroß und es ist einfach ein ganz, ganz süßes Tuch. Ja, und jetzt kriege ich gleich Besuch und ich sehe euch gleich wieder.
Ja, und die kleine Unterbrechung ist vorbei und jetzt kommt mal eine Tuchbindetechnik oder auch zwei für ein viereckiges Tuch. Ihr seht, ich versuche es mal so zu halten, wie es geht. Das ist also ein viereckiges Tuch. Das geht mit einem großen viereckigen Tuch, geht aber auch mit einem kleineren viereckigen Tuch. So, ich nehme das mal doppelt. Ich hoffe, ihr könnt das alle gut sehen. So. Und ihr könnt mal die rosa Seite vorne weg machen und einmal die orange, wie ihr möchtet, und mache es nochmal doppelt. Und dann mache ich es nochmal doppelt. So, alle Tücher findet ihr bei uns im Online-Shop unter www.schöneheldin.de. Und jetzt mache ich das Tuch mal um den Hals. So, und ihr seht, ich habe es einfach nur entweder in der Ziehharmonika gefaltet oder so zusammengefaltet. Jetzt nehme ich mal die zwei untersten Enden, das Innenteil, wie ihr seht, und hier das Innenteil und mache mir hier zwei Knoten. Ich habe jetzt ein Tuch, was keine Seide ist, das rutscht dann natürlich auch nicht so viel. So, jetzt habt ihr genau zwei Möglichkeiten. Einmal, wenn ihr ein schönes Tuch für den Abend habt, könnt ihr es euch, und das Kleid ist eben ein bisschen bustier oder es wird ein bisschen kühler, dann könnt ihr euch das Tuch einfach so ein bisschen über die Schultern machen und ihr habt es dann ein bisschen wärmer. Oder ihr habt einen kleinen Zierrat einfach auf eurem schlichten, unifarbenen Kleid, was ja in jedem Kleiderschrank sein sollte, was man einfach mit einem schönen Tuch auch aufpeppen kann. Und die andere Variante, ich ziehe es jetzt wieder runter, dann nehme ich die anderen beiden Enden. Jetzt muss ich wieder um das Schildchen herum und mache dann die anderen beiden offenen Enden, mache ich dann auch ein Knötchen drauf, beziehungsweise zwei. Entweder ein bisschen kürzer, ein bisschen länger. So, und dann habt ihr einen schönen doppelten Knoten hier vorne. Das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen größeres Tuch. Wenn das Tuch ein bisschen kleiner ist, dann habt ihr den Vorteil, dass es also sehr schön am Hals ist und geht hervorragend auf einen dunkelblauen, weißen, cremefarbenen, schwarzen Pullover, um den halt eben ein bisschen aufzupeppen oder natürlich auch jedes Kleid. So, jetzt mache ich das wieder auf. Und dann könnt ihr auch sehr schön mal sehen, wenn ich das als Dreiecktuch binde. Das ist dann auch mal eine Variante, die sehr schön ist. So, ich spreche hier natürlich auch von Indoor-Tüchern. Ich zeige euch gleich auch ein paar Outdoor-Tücher, die man dann auf Jacke, Mantel draußen trägt. Also diese dünneren, die sind natürlich für innen. Die kann man natürlich auch jetzt im Herbst, wenn es nicht ganz so kalt ist, natürlich auch noch draußen mit einer etwas dünneren Jacke zum Trench oder so anziehen oder mal zum Blazer. Aber grundsätzlich sage ich immer, ist ein dünneres Tuch Indoor und ein dickeres Tuch Outdoor. So, wir machen mal das Dreieck in die Mitte. Das kennt ihr. So, verschränke es hinten, nehme es mir wieder nach vorne. So, dann habt ihr, wie ihr seht, zwei Zipfelchen. So, und da könnt ihr dieses Zipfelchen zweimal hier drum wickeln und ihr könnt es durch eine Lasche durchziehen. So, und das hier wickle ich auch mal wieder mit Schildchen und allem drum und dran. Wickle euch auch zweimal da drum und ziehe das auch hier oben durch die Lasche. Jetzt bleibt das Schildchen da hängen, deswegen ist der Rest. Und ihr seht, diese zwei Zipfelchen, abgesehen jetzt vom Etikettchen, diese zwei Zipfelchen bleiben auch den ganzen Tag. Weil wir haben ja immer wieder das Problem, dass schöne Seidentücher verrutschen und manchmal sie auch verloren gehen, weil man sie einfach gar nicht merkt, dass sie nicht mehr da sind. So, da hat man so ein paar Bindetechniken, wo wir sagen, okay, gut, das ist schön, das ist fluffig, das ist was Besonderes und ist nicht das, was alle tragen und was alle haben. Also ganz einfach mit einem Dreieckstuch nachzubilden. Moment, jetzt muss ich mal hier das wieder ein bisschen so, ihr seht, könnt das Video zwei, dreimal angucken, dann wisst ihr auch, wie das funktioniert oder es vielleicht ein bisschen slowly laufen lassen. So, das waren jetzt mal drei, vier Techniken mit dem viereckigen Tuch oder aber, wie wir eben gesagt haben, zwei Techniken mit dem langen Tuch. So, jetzt zeige ich euch natürlich auch, das ist jetzt zum Beispiel ein Outdoor-Schal, der nicht so mega schwer ist. Das heißt, er ist auch mal schön geeignet, wenn man jetzt nicht so groß ist und hat auch nicht so einen langen Hals. Dann kann ich mir das Tuch natürlich sehr schön auch um den Hals machen und habe nicht so irre voluminös
die ganze Geschichte bei mir im Mantel oder in der Jacke und trotzdem habe ich richtig schön warm hier oben rum. Das wollen wir ja alle haben. Jetzt, wenn es vor allen Dingen kühler wird, wollen wir natürlich einfach den etwas wärmeren Schal. Aber den ziehen wir natürlich in den Räumlichkeiten aus, weil viel, viel, viel zu warm. Auch diesen schönen Schal könnt ihr im Onlineshop bei Schöne Heldin, www.shopschöneheldin.de erwerben von Markania. Ist mega schön und mega kuschelig. So, auch das ist ein sehr schönes Tuch, wo ich sage, die beiden letzten waren jetzt zum Beispiel für den Frühlingstyp, ne, wo wir sagen, ach, das ist eine kleine Stola. So, und ihr seht, das ist einmal das, was ich natürlich am Abend, wenn ich ein Abendkleid anhabe, natürlich als schöne Wolle mit Kaschmirstola halt eben einfach schön warm habe. Außerdem hat sie eine mega schöne Farbe und ist aus Wolle mit Kaschmir und liegt auch bei 149,90. Also ist auch mal, finde ich, ein sehr schöner Preis. Auch für ein edles, schönes Geschenk. Er hält auch schön warm. Wie gesagt, kann als Stola getragen werden, kann natürlich auch als Schal getragen werden. Oder natürlich, wenn ich auch im Büro sitze, wo es ja manchmal jetzt nur noch 18 oder 19 Grad sein darf, dann kann ich mir das schöne Kuscheltuch natürlich dann auch, wenn ich den Mantel aufgehangen habe, mal über die Schulter machen oder im Flieger. Ich liebe das. Ich habe immer ein schönes, großes Tuch im Flieger dabei, was ich mir dann auch mal an den Nacken machen kann oder halt eben auch mal auf die Beinchen, wenn es kühler wird. So, und dann gibt es noch so ganz dicke Varianten für die Frauen, die also ganz, ganz außergewöhnliche Friermäuse sind. Wie ihr seht, wenn ich das jetzt mal um den Hals mache, dann haben wir schon Schal. Ich bin jetzt ja groß, ich habe auch, ich sage jetzt mal, einen relativ langen Hals. Und ihr seht, das ist dann auch schon viel Volumen und den kann ich auch nicht wirklich viel kleiner machen. Indem ich jetzt sage, ich mache ihn doppelt und dann schlinge ich ihn ein kleines bisschen, dann wird der zwar ein bisschen kleiner, aber auch jetzt nicht so wirklich viel. Also wie gesagt, ein Schal, der viel Volumen hat und der viel vom Hals wegnimmt, natürlich warm für draußen, logisch, und auch weniger geeignet als Indoor-Schal. Weil wer rennt schon so, so im Büro rum und hat dann so ein Ückel um den Hals hängen, das ist also wirklich das für das eiskalte Büro. So, und wie gesagt, alle bekommt ihr im Shop www.shopschöneheldin.de. Natürlich manchmal auch der ein oder andere mit einem wunderschönen, passenden, habe ich das runtergeschmissen, passenden, schönen Handschuh in den Gelbtönen dazu. Oder aber auch, es gibt ja auch schon mal den schönen Strickschal für die kühleren Jahresfarbtypen. Mit dem passenden Handschuh, mit dem passenden Mützchen. Falls wir jetzt zu den Herbstferien natürlich irgendwo ans Wasser fahren, da brauchen wir jetzt ein Mützchen und dann brauchen wir natürlich auch schöne Handschuhe und auch einen schönen Strickschal. Das ganze Ensemble gibt es natürlich auch noch in Schwarz. Findet ihr im Online-Shop. Ja, und jetzt könnt ihr zu Hause ein kleines bisschen basteln mit euren Tüchern, könnt einfach mal Kompositionen machen, könnt versuchen, aha, wie geht es, oder guckt euch das Video ein, zwei, dreimal an und habt einfach ein paar nette Ideen und habt ein bisschen Spaß beim Tücherbinden. Ja, und ich freue mich auf alle die meinen YouTube-Kanal abonnieren, mir schreiben und die ich natürlich selbstverständlich nächste Woche im Outfit-Workshop sehe. Und ich freue mich auf euch und es wird mega. Eure Walburga. Ihr Lieben, schaut weiter zu und wir freuen uns auf jede Menge YouTube-Abonnenten. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Ihr Lieben, ich grüße euch, eure Walburga vom Fashion Talk Samstagmorgen.